Hallo Leute, Takeo hier. Die Community hat es geschafft und mit ihren Spenden von den Haufen an schimmernden Kristalls die Rezepte freigeschaltet, welche wir benötigen, um die legendären Runen und Sigille herzustellen. Ich empfehle, diese Runen und Sigille aber erst als letzten Schritt zu holen, wenn ihr eure Ausrüstung sozusagen komplett legendär haben möchtet, weil die Herstellung, wie ihr gleich sehen werdet, sehr, sehr kostspielig ist und ihr wirklich nur den Vorteil habt, die Runen- und Sigille-Effekte außerhalb des Kampfes zu wechseln. Höhere Werte oder einen kosmetischen Effekt haben diese Runen und Sigille nicht. Fangen wir mit der Herstellung für die legendären Runen an. Um eine legendäre Rune herzustellen, benötigt ihr die folgenden Gegenstände, die ihr in der mystischen Schmiede kombinieren müsst. Eine Gabe der Handwerkskunst, eine Gabe der Runen, eine Gabe der kondensierten Macht und eine Gabe der kondensierten Magie. Die Gabe der Handwerkskunst bekommt ihr für 50 Versorgermarken und diese Marken könnt ihr dann von bestimmten Fraktionsversorger-NPCs bekommen. Einen detaillierten Überblick findet ihr in meinem Versorgermarken-Video, das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Um an die Gabe der Runen zu kommen, müsst ihr diese 4 Items in der mystischen Schmiede kombinieren. 50 mystische Aspekte, 20 mystischer Glücksklee, 100 Ektoplasmakugeln und 50 Obsidianscherben. Die mystischen Aspekte müsst ihr euch durch das neue Rezept herstellen. Kauft euch dieses Rezept bei einem Händler für einen Beruf, der die Rüstungen herstellen kann, also zum Beispiel von einem Rüstungsschmied, Lederer oder Schneiderlehrer. Dann könnt ihr mit 10 Haufen schimmernden Kristalls, einem Talisman der Brillanz, einem Talisman der Fertigkeit und einem Talisman der Wirkstärke einen von diesen mystischen Aspekten herstellen und ihr braucht davon halt insgesamt 50. Die unterschiedlichen Talismane und auch die Haufen schimmernden Kristalls bekommt ihr aus dem Wiederverwerten von Runen. Das heißt, früher oder später werdet ihr davon einige besitzen, aber um an die 50 zu kommen, könnt ihr diese auch einfach schnell im Handelsposten kaufen. Alternativ kann das mystische Aspekt auch direkt im Handelsposten gekauft werden, es kostet halt dann nur eine gewisse Menge. Mystischen Glücksklee könnt ihr mit einer 30%igen Chance aus der mystischen Schmiede herstellen, wenn ihr folgende Items kombiniert. Eine Obsidianscherbe, eine mystische Münze, eine Ektoplasmakugel und 6 Steine der Weisen. Dafür kann es dann halt einen mystischen Glücksklee geben. Und wenn ihr das Ganze mit 10 Obsidianscherben, 10 mystischen Münzen, 10 Ektoplasmakugeln und 10 mystischen Kristallen kombiniert, dann könnt ihr 10 mystischen Glücksklee auf einen Schlag bekommen. Also hier müsst ihr etwas gamblen, um euch 20 mystischen Glücksklee zu verdienen. Die 100 Ektoplasmakugeln gibt es dann aus dem Wiederverwerten von seltenen oder exotischen Items ab Level 68. Und die Obsidianscherben könnt ihr bei vielen Händlern kaufen, wie zum Beispiel den Heart of Thorns NPCs, Lorbeerenhändler oder ganz klassisch für Karma in der Meerenge der Verwüstung bei der Kathedrale des glorreichen Siegs, sofern das Balthasar-Meta-Event beendet wurde. Dann fehlt euch letzten Endes nur noch die Gabe der kondensierten Macht und die Gabe der kondensierten Magie. Um diese herzustellen, müsst ihr die Rezepte von Miani kaufen, also dem NPC neben der mystischen Schmiede in Löwenstein, und dann müsst ihr mit dem entsprechenden Beruf auf 400 die seltenen Handwerksmaterialien von der 3. bis zur 6. und letzten Stufe herstellen. Im Prinzip müsst ihr also nur den Rezepten folgen und dann seht ihr ja, welche Items ihr hier benötigt. Habt ihr die Gaben von den seltenen Materialien, kombiniert ihr diese in der mystischen Schmiede und dann bekommt ihr die Gabe der kondensierten Macht. Das gleiche müsst ihr dann auch einfach nur mit den Gaben für die kondensierte Magie machen, das heißt auch hier wieder die seltenen Handwerksmaterialien umwandeln in die Gaben und die Gaben in der mystischen Schmiede kombinieren. Nun müsst ihr lediglich diese 4 Gegenstände in der mystischen Schmiede kombinieren und dann kommt auch schon eure legendäre Rune dabei raus. Natürlich müsst ihr jetzt diesen Vorgang noch 5 weitere Male erledigen, falls ihr eure ganze Rüstung mit diesen legendären Runen ausstatten möchtet und insgesamt wird euch das Ganze also ca. 3000 Gold kosten, also 500 Gold ungefähr pro Rune. Für das legendäre Sigill müsst ihr lediglich die Gabe der Rune gegen eine Gabe des Sigills austauschen. Die Gabe der Handwerkskunst, die Gabe der kondensierten Macht und die Gabe der kondensierten Magie sind identisch wie die, die wir auch gerade bei der Rune verwendet haben. Das heißt, ihr könnt hier einfach den Zeitstempel in der Videobeschreibung nutzen, um euch nochmal anzuschauen, wie ihr diese bekommen könnt. Kauft euch auch hier zunächst bei dem Lehrer für einen Waffenherstellungsberuf wie Waffenschmied, Konstrukteur oder Weidmann das Rezept für das mystische Stäubchen.
Hier müsst ihr dann, ähnlich wie beim Aspekt, dieses Mal die Symbole benutzen, die ihr hin und wieder aus dem Wiederverwerten von Sigillen bekommen könnt. Kombiniert ihr dann 10 Haufen schimmernden Kristalls, ein Symbol der Kontrolle, ein Symbol der Verbesserung und ein Symbol des Schmerzens, dann könnt ihr das mystische Stäubchen herstellen. Kombiniert ihr dann folgende Items in der mystischen Schmiede, so erhaltet ihr die Gabe des Sigils. Das wären dann 75 mystische Stäubchen, 30 mystischer Glücksklee, 150 Ektoplasmakugeln und 75 Obsidianscherben. Nun könnt ihr die Gabe mit der Gabe der Handwerkskunst und der Gabe für kondensierter Macht und Magie in die Schmiede packen und dann euer legendäres Sigil bekommen. Und das war auch schon der ganze Zauber zu diesen neuen legendären Aufwertungen. Die Items sind sehr, sehr kostspielig und dann wirklich auch nur relevant, wenn ihr häufig Runen und Sigille wechseln solltet. Ich persönlich werde noch ein bisschen Abstand zu denen nehmen, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.